Ich werde dir gleich erzählen, was es mit diesen Augen, siehst du sie, diese wie Comicfiguren, wie von einem Tier oder so, was es mit diesen Augen auf sich hat. Ich hatte gestern den Eindruck, Gott will mich heilen, dass ich keine Brille mehr brauche, aber ich hatte noch wenig Vertrauen, weil es war vieles noch verschwommen. Heute habe ich meiner Schwester davon erzählt, und sie hat dann etwas in meiner Bibel nachgeschaut. Also es ist eigentlich erst aufgefallen, als sie in der Bibel was nachschaute von mir und sagt, ist das Großschrift? Sage ich, nein, ist es nicht. Und dann haben wir erkannt, dass Gott uns beide im gleichen Moment geheilt hat. Und es braucht natürlich auch Mut. Ich bin dann heute Abend zu meinem Secret Place, den Gott mir geschenkt hat unter dem Baum des Lebens. Dann gibt es echt diesen Secret Place hingegangen. Unterwegs wusste ich, einen Stein soll ich mitnehmen beim Schulhaus. Und ich habe mich gebückt zum Schauen und es ist Wasser und ich glaube nicht, dass ich aus dem Mund getropft habe. Auf bestimmte zwei Steine gefallen und ich sollte den links nehmen. Der war spitzig. Ich wusste, ich soll buddeln bei dem Kirschbaum. Und dann komme ich von weitem 100 Meter entfernt, sehe ich, da ist ein Abfalleimer. Gott macht es mir einfach. Ich versuchte dann jedoch doch zu buddeln und merkte, dass ich beim Aufschürfen der Erde gar nicht buddle, sondern ein Kreuz zeichne. Und Gott hat mir gesagt, ich soll diese rote Tasche, die ich damals aus Agadir hatte, diese Stofftasche, meine Brille einwickeln. Oder die Brille ist nicht mehr meine. Und ich bin sonst kein Materialist, wenn du mich kennst. Aber ich hatte so Mühe, diese Stofftasche loszulassen. Aber ich wusste, ich soll was loslassen, damit Gott mir was gibt. Also habe ich das alles, dann hatte ich noch den Auftrag, also habe ich es alles losgelassen, hatte ich noch den Auftrag, zwei Bibelverse, die ich schon lange in der Geldbörse habe, beide gehen um Licht, was ja auch mit Augen zu tun hat, mit zu beerdigen in dem Abfalleimer. Und dann, als ich mich bücke, weiter vorne, ist eben dieses Ding mit zwei Augen, die Gott mir gibt und ich soll es mitnehmen. Und dann entdeckte ich auch noch auf dem Abfalleimer, wo ich es reinwarf, ein N, ein C und wie ein Ring. Kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil ich es fotografiert habe, aber kannst es mir glauben? Ein N für Nazareth, Nazareth, der Spross, der Zweig und J für Jesus. Oder N kann auch für Nissi, Yahweh Nissi, es kann auch NZ Nissi, Yahweh sein, aber ich hatte den Eindruck, es heißt Nazareth und Jesus oder Yeshua. Und der Ring, der Siegelring, so genial. Ja, es braucht Mut. Diesen Schritt sollte man nicht einfach fahrlässig machen, sondern wirklich im Vertrauen. Weißt du, in dem Maß, wo Gott in deinem Leben Platz hat, in dem Maß häufen sich auch die Dinge, die du erlebst. Und ja, ich erlebe auch dunkle Täler, damit ich die Barmherzigkeit für andere nicht verliere. Und nach den dunklen Tälern kommen Berge der Freude. Er ist ein Gott der Wunder, aber ich will ihn nicht verehren um der Wunder willen, sondern um seine Selbst willen. Halleluja. Halleluja. Gott ist groß und er begegnet uns, so wie wir es ihm zutrauen. Verbringe Zeit mit ihm, im Gebet, im Bibellesen ist unser Schwert. Im Hören, was er zu sagen hat, sprich keine Seelengebete, frag ihn. Im Geist, was du beten, was du ausbeten, was du in Existenz rufen sollst, was du runterziehen sollst. Vielleicht hast du mit dem Wort Existenz rufen ein Thema, aber er sagt uns, wir sollen, in unser Vater sagt er das, bitten. Bitten, dass Gottes Wille hier geschieht, wie er schon im Himmel geschieht. Halleluja. Halleluja. Wir sollen ihn runterbeten. Er könnte es alles alleine tun, aber er will es mit und durch uns tun in seiner Autorität. Wie genial ist das denn? Er ist der große, einzigartige, wunderbare El Shaddai, der Allmächtige. Ich ehre seinen Namen. Amen.